erstaunlicher Intuition ahnte Nirubin all Dada Shris Bedürfnisse voraus. Mit großer Sorgfalt und Liebe kochte sie ihm Essen und kümmerte sich um seine Gesundheit, als wäre es ihre eigene. Mit der Intention, dass die Menschen Nutzen aus der Sprache dieses einmaligen Gnani ziehen sollten, nahm sie jedes Wort seiner Satsangs auf Kassette auf. Ohne ein einziges ihrer eigenen Worte hinzuzufügen, stellte Nirubin aus diesen Satsangs Bücher zusammen. Mit ihrer immer reinen Sicht sah sie nie irgendeinen Fehler in Dada Shris Verhalten. In ihrem Umgang mit ihm sah sie die totale Nichtanhaftung und das Mitgefühl des Gnani Purush. Mit der Absicht, dass Nirubin den Gipfel des Gnan erreichen sollte, bat Dada Shri Nirubin, alle ihre weltlichen Anhaftungen aufzugeben. Von 1968 bis 1988 reiste Nirubin mit Dada Shri um die Welt und diente ihm mit aufrichtiger Hingabe. Dada Shri, zufrieden mit Nirubins Diensten, sagte zu ihr: "Nirubin, du hast mich gepflegt wie eine Mutter und mir gedient wie eine Tochter." "1987 verschlechterte sich Dada Shris Gesundheitszustand. Er wusste, dass er nicht mehr viel Zeit hatte. Dada Shris sehnlichster Wunsch war, dass eine lebendige Verbindung zum Gnan fortbestehen würde. Nur jemand, der Dada ständig hingegeben war und die Grundsätze seines Gnan in sein Leben übernahm, nur jemand, der nichts als Dada Shri im Herzen trug, konnte würdig sein, seine besonderen spirituellen Kräfte zu erhalten. Unter Berücksichtigung all dessen wählte er Nirubin aus und segnete sie mit dem Siddhi, der spirituellen Kraft, Gnan weiterzugeben. Niruma hatte Dada Shri versprochen, dass sie seine Sprache in Form von 14 Abdavanis zusammenstellen würde. Von Zusammenstellungen, die Dadas gesamte spirituelle Wissenschaft wiedergeben würden.